Als Schauspielchef hat Peter Stein für Salzburg eine geradezu geniale Mischung gefunden. Einerseits pflegt er auch in den eigenen Inszenierungen die Tradition. Andererseits sorgt er mit aufregenden Regisseuren für frischen Wind. So war das Theaterereignis heuer Leander Hausmanns Sommernachtstraum in der Felsenreitschule. Shakespeare als Gesamtkunstwerk. Der 37-jährige Bochumer Theaterchef besetzte die Handwerkertruppe mit den Besten der deutschsprachigen Schauspielzunft. Hochbezahlte, hochkarätige Edelstatisten zum Niederknien gut. Christoph Rüther berichtet. Die Felsenreitschule in Salzburg. Das Ensemble, das hier den Applaus probt, wird den Sommernachtstraum von Shakespeare spielen. Der Sommernachtstraum ist ein Spiel auf drei Ebenen. Die höfische Welt des Adels, die Welt der Geister und die Welt der realen Menschen. In diesem Ensemble verbirgt sich eine Sensation. Regisseur Leander Hausmann ist es gelungen, die Stars der deutschsprachigen Theaterszene zu engagieren. Sie spielen auf der Ebene der Realität die Handwerker. Zur Hochzeit des Herzogs wollen sie ein Schauspiel einüben. Otto Sander, Michael Mertens, Ignaz Kirchner, Ulrich Wildgruber, Hans-Michael Rehberg und Peter Fitz geben den Figuren ein scharfes Profil. Klaus Zettel, der Weber. Hier! Klaus, ihr seid für den Pyramus vorgesehen. Pyramus, was ist das? Ein Liebhaber, ein Tyrann? Na, es ist ein Liebhaber, der sich äußerst galant vor Liebe umbringt. Oh, das wird einige Tränen kosten bei einer wahrhaftigen Vorstellung. Franz Flaut. Hier, Peter Schmendt. Ihr müsstet die Tispe auf euch nehmen. Was ist Tispe? Ein fahrender Ritter? Nein, es ist das Fräulein, das das Pyramus lieben muss. Nein, lass mich keine Frau spielen. Ja, besser kann man sowas, glaube ich, gar nicht besetzen. Shakespeare treibt alle Figuren in den Wald. Oberon und Titania, König und Königin der Elfen, befehden sich dort mit einer Heftigkeit, die jeden, der in ihre Nähe gerät, in einen Strudel der Verwandlung, in einen Albtraum reißt. Zwei Paare, bedroht mit Tod durch das Gesetz ihrer Väter, eigentlich auf der Suche nach einem ruhigen Plätzchen, werden von Puck, dem Handlanger Oberons, geblendet und bei der eigenen Wankelmütigkeit ertappt. Das Wort Liebe gilt nicht mal für eine Nacht. Standhaft bleiben nur die Frauen. Die Männer wollen nur das eine und immer die andere. Ein Spiel, bei dem man nur verlieren kann. Was für einen Bart könnte ich in den wohl am besten spielen? Die Handwerker in ihrer Einfalt karikieren parallel zur Hauptaktion des Stücks das Treiben auf der Bühne und spiegeln es auf ihre Weise wider. Spiel es, wie du willst. Das konnte aber Hausmann nicht ganz erlauben. Ich meine, als sie das erste Mal auf das Podest ging, war ich ja noch vor Angst gelähmt. Ich war ja nicht in der Lage, irgendwie einzugreifen. Und saß erst mal da und konnte es nicht fassen. Mir war natürlich klar, dass das was für ein Film gewesen wäre. Und das hätte man festhalten können. Mir war auch klar, dass das so in der Anarchie, in der es sehr witzig war, nicht zu halten ist. Erstens muss Pyramus ein Schwert ziehen und sich selbst umbringen. Aber das können doch die Damen nicht vertragen. Bei den Handwerkern finden wir eine Differenz zwischen dem, was sie sind und dem, was sie spielen wollen. Das schafft Boden für Kreativität. Ein herrlicher Punkt. Ich denke, wir müssen das tot machen, am Ende sterben lassen. Wir haben total andere Auffassung von Theater. Und hoffentlich bleibt das auch so, aber wir werden sehen, wie das Endprodukt wird. Wer hier innerhalb der Gruppe hat, Ja, natürlich. Nein, das ist ja so. Das ist total konträr. Und dann finde ich es auch sehr gut, wenn man das wechseln kann überhaupt, also mit Protagonistenrollen und kleinen Rollen, weil es viel zu sehr verachtet wird. Das ist so eine Unsitte dieser Zeit. Und dass man sagt, kleine Rollen taugen, ist wie alle jungen Schauspieler, die eigentlich noch gar nichts gespielt haben, wollen gleich den Hamlet, das irgendwie verständlich ist, aber meiner Meinung nach auch völlig doof. Und weil, stammte unter anderem auch von Reinhardt der Ausspruch, dass es keine kleinen Rollen gäbe, sondern nur kleine Schauspieler. Ein alter Pyramus, ein Farbelinien weiß und rot wie eine Rose auf triumphierendem Strauch, und unter Juvenil, der Männer Zier und Preis, treu wie das Trost, und muss das nie erwähnen auf, ich will dich treffen an, glaub mir, bei Nickels Grab. Was? Ninos Grab, Mann! Ninos Grab, Mann! Ja! Aber das sagt ihr doch jetzt noch nicht, das antwortet ihr dann dem Pyramus! Ihr sprecht, ihr
besprecht das alles einfach so in einem durch, mit Stichwörtern und dem ganzen Scheiß. Diese Überforderung, die ich als junger Schauspieler habe, die kann man sehr gut umsetzen in der Rolle, weil ich spiele ja den Regisseur, also ich muss ja diese Menschen inszenieren. Ich kann also ganz privat auf der Bühne arbeiten, also ich muss eigentlich gar nicht spielen. Also das war für mich ein schauspielerischer ein Höhepunkt, mit solchen Leuten so privat und so einfach auf einer Bühne zu sein. Ein weiterer Höhepunkt der Inszenierung, Otto Sander als Zettel, der von Puck in einen Esel verwandelt worden ist. Titania, geblendet von Oberon, hat sich in ihn verliebt. Der Esel, der Inbegriff von Geilheit und Potenz, schießt aus allen Rohren. Mensch! Ist nur ein lumpiger Hanswurst. Wenn er sich untersteht zu sagen, was mir war, als hätte ich's. Das Schöne daran ist, dass dieser Mann, also Zettel, das Theater erfinden will. Also, ob er den V-Effekt oder die er will alles spielen, wie ein Kind auf dem Spielplatz. Das ist wunderbar. Also, er will einfach alles spielen. Und er ist aber unfähig, etwas zu machen ohne die anderen. Und das ist nennt man wahrscheinlich Ensemblegeist, ich weiß es nicht, aber er kann es nicht ohne andere Menschen. Und das finde ich so anrührend und so wichtig und so toll. Hier sind sie noch zusammen. Am Ende des Sommers wird man jeden von ihnen nur noch einzeln sehen. Mit einem dieser glorreichen Sechs, mit Ulrich Wildgruber, habe ich kurz vor der Sendung via Leitung in Salzburg gesprochen. Meine erste Frage an ihn war, alle Schauspieler wollen eigentlich gern große Rollen spielen. Nun spielen sechs der besten deutschsprachigen Schauspieler ganz kleine, fast stumme Nebenrollen. Es ist sehr schön, auch mal eine Ensemble-Szene spielen zu dürfen und damit so gleichwertigen Partnern oder also besseren Partnern oder wie man so nennen mag. Also jedenfalls mit Schauspielern, die man sehr mag. Ich kenne die alle schon und wir kennen uns. Zum Teil haben wir zusammen gespielt und so war ein bisschen vom Hörensagen gesehen, hat man sich immer mal. Und als dann die Situation hier entstand und ich gebeten wurde, als Letzter wurde ich gebeten, dazu zu kommen und hörte, wer da alle mitspielt, habe ich voller Freude ja gesagt. Weil es auch wirklich mal sehr schön ist, dass man nicht unbedingt immer ein Stück dann tragen muss und es also liegt nicht alle Verantwortung auf einem, sondern es verteilt sich und man kann miteinander spielen, sehr miteinander spielen, was also sehr erholsam sein kann. Und in diesem Fall ist es, muss meinen Kollegen großen Dank abstatten, dass das so schön geht. Gibt es für Sie eigentlich die Unterscheidung in Hauptrollen, Nebenrollen und in was Sie lieber spielen? Ja, das Beste ist, man wechselt es. Weil sonst, also, ich fände es also heuchlerisch, wenn man sagen würde, ich spiele nur gern winzige Rollen. Das stimmt nicht ganz. Aber nur Hauptrollen zu spielen, finde ich auch ein bisschen albern, weil das erschöpft sich ziemlich bald. Und eigentlich ist es ja auch so gedacht. Und also, wenn man an Max Reinhardt denkt, der ja, also, ja ein Schirmherr dieser Festspiele ist und das ja auch immer gefordert hat, dass es irgendwo auch gesagt hat, formuliert hat, dass es keine kleinen Rollen, sondern nur kleine Schauspieler gibt. Oder viele Schauspieler sind da mit großem Beispiel vorangegangen, Erich Ponto oder so, also unseren großen Vorbildern. Max Reinhardt selbst hat ja auch sehr viele kleine Rollen gespielt und diese sogenannten Chargen gespielt. Ich finde, man sollte da keinen Unterschied machen. Und das Ideal wäre immer ein Ensemble, wo man es abwechseln kann. Aber das ist der Utopie leider. Das lässt sich nicht mehr, hat sich zu viel eingeschlichen auch in den Beruf. Die Handwerker haben in diesem Fall, die Protagonisten des Stücks, haben ihnen die Schau gestohlen, an die Wand gespielt. Wie haben die reagiert eigentlich? Das weiß ich gar nicht. Ich finde auch nicht, dass man ihnen die Show gestohlen hat. Also das würde ich nicht sagen. Das wäre dann unangenehm und gar nicht gut. Also es ist auch gar nicht meine Meinung, dass das so ist. Vielleicht ist das in irgendwelchen Pressemitteilungen dann so. Ich habe aber nichts gelesen, muss ich sagen, dazu. Und ich habe überhaupt nicht das Gefühl, ich habe das Ganze immer mal wieder gesehen und verfolgt und hatte nie das Gefühl, dass die Gewichte sehr ungleich liegen. Na, die Kritik, die war einhellig begeistert. Sie wurden mit Marx Brothers und Charlie Chaplin verglichen.
Das ist ja angenehm zu hören. Also erfahre ich jetzt erst, muss ich ja sagen, weil ich sowas mir eigentlich immer aufspare. Ich habe es mir abgewöhnt, also so während eines Prozesses etwas zu lesen, weil es einen immer beeinflusst. Egal, ob es nun gut oder schlecht ist, ist es nicht so doll. Also ich lese es dann gesammelt hinterher und dann kann man sich auch in aller Ruhe ein Bild darüber machen und sich damit auseinandersetzen. Die Handwerker reden ja nicht gerade viel. Ist es eigentlich schwierig, auf der Bühne zu reden oder zu schweigen? Es kommt darauf an. Also ich mache es wahnsinnig gern. Ich liebe es, zu reagieren. Ich finde das wirklich sehr, sehr, ich finde es toll. Also ich auch vielen Rollen, die ich gespielt habe, Prospero zum Beispiel, da kommt man also im Sturm, da redet man dann schon mal eine Zeit, aber da gibt es eben auch ganze Passagen, wo man nur zuhört. Und ich finde, das ist das Angenehmste. Wenn man einigermaßen zuhören kann, also wenn natürlich nur lauter Unsinn redet oder irgendwie ein Schauspieler da redet, den man absolut nicht mag, oder dann ist es nicht sehr gut. Aber so geht das sehr gut. Oder auch im Ignorante der Wahnsinnige, wo der Bruno Ganz diese Riesenrolle hat, dieses Bernhard-Stücken, wo es immer so ist, dass einer redet und der andere als stummer Spiegel sozusagen war mir das äußerst angenehm, den stummen Part zu übernehmen. In Salzburg tritt die Creme der deutschsprachigen Schauspielkunst auf. Was ist es? Ist es Peter Stein? Ist es der Nimbus Salzburg? Oder ist es auch die Aussicht, neben der Arbeit ein bisschen Sommerfrische machen zu können? Es ist alles drei. Natürlich ist es schon der Peter Stein, der eine Integrationsfigur, jedenfalls für eine gewisse Reihe von Schauspielern ist. Ich selbst hatte ja auch das Vergnügen, vor vielen Jahren mit ihm zu arbeiten, als er an der Schaubühne wirkte. Und das ist mir eigentlich in bester Erinnerung geblieben. Und so war ich sehr froh, dass man auf diese Art und Weise sich mal wieder unter die Augen tritt. Dann ist es natürlich Salzburg. Das ist immer schon ein Festival, das ich ganz besonders liebe. Und von Zeit zu Zeit bin ich auch immer da, in schöner Regelmäßigkeit, würde ich sagen. So alle drei oder dann fünf Jahre liegen wir dazwischen. Aber irgendwie taucht man immer wieder auf und ich genieße das sehr. Und habe es schon damals sehr genossen, weil ich das Reinhardt-Seminar besucht habe in Wien. Und da war Salzburg immer schon so ein Gipfel. Da sah man damals Attila Hörbiger und Bruno Dalansky und die Pluha und was weiß ich, also all die Schauspieler, Otto Schenk und so. Und dann ist es natürlich auch in diesem Falle ein bisschen eine Urlaubsrutsche, weil das wirklich ein wunderbares Land ist hier. Die Stadt ist herrlich, man kann alles Mögliche sich anschauen, wenn man mag. Man kann ganz viele Konzerte hören, man sieht sehr viele Ausstellungen. Und man hat vor allen Dingen auch Natur. Und in diesem Falle war es so, ich muss mich vorbereiten für eine Rolle, die dann doch sehr anstrengend ist. Es ist Richard III. Das ist nur eine ausgesprochen große Rolle. Also Sie sehen, dass das immer so im Wechsel gehalten ist, wenn es irgendwie geht. Und da wollte ich Kraft sammeln, eigentlich hier in den Bergen und in den Wäldern und in den Seen, also in der Natur, die eigentlich immer sehr heilsam ist für mich. Also Altaussee bin ich dann auch gern und das ist sehr, sehr, sehr schön und es hat eine beruhigende Wirkung auf mich, die Luft hier und die Landschaft. Herr Wildgruber, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Viel Glück für heute Abend. Sie treten ja wieder auf als einer der Handwerker. Wird schon schief gehen. Bedanke mich auch sehr herzlich.